Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12 mit mir, dem Shadowx. Okay, dann machen wir mal weiter, ne? Wir sind jetzt mal stehen geblieben hier irgendwo. Nirgendwo. Kriegen wir hier irgendwo noch eine Ortsangabe im Mega Christ oder Christ oder wie auch immer man das nennt. So, und ja, wir laufen. Wir laufen erstmal hier geradeaus und schauen einfach mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Na, wir sind ja irgendwo hier am Nirgendwo unterwegs und ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung. Im Prinzip wohin und was wir tun sollen oder was auch immer. Und ja, wir schauen einfach mal. Ich denke mal, das wird sich ja bald hier schon beantworten. Oh, das ist ja mal, das ist interessant. Oh, ich wollte gerade sagen, wir sind hier in einer Sackgasse, aber nope, we are not. So, Ash, du bist wieder am Start. Moment, ich will hier kurz nochmal Gruppen wechseln. So, dann machen wir mal. So, Ash, du musst die Teile schnell kaputt machen, bevor die hier noch mehr Chaos anrichten. So, das kannst du ja so gut. Das ist ja die Sache. So, gut. Gut, gut, gut. Super gut. So, wenn wir jetzt hier drauf gehen, der Weg, der bleibt bestehen. Das ist immer okay. Ja gut, meinetwegen, bleibt halt bestehen. So, ich hatte ja eigentlich vorhin irgendwann mal beim letzten Part beobachtet, dass das eigentlich weggeht. Vielleicht tut es ja auch, ja, vielleicht tut es das ja auch nicht. So, und ey, guckt mal da oben. Da haben wir eine Barriere und ja, ist natürlich nicht so geil. Aber ich denke mal, wenn wir hier, ja, hier im Prinzip, hier müssten wir lang, aber dafür müssten wir dann dementsprechend auch einen Schalter umlegen. Und ich weiß, wir haben beim letzten Mal sogar einen Schalter umgelegt. So, Moment. Jetzt könnten wir natürlich den Standortwechsel benutzen. Wir könnten aber auch erstmal hier hochgehen. Und ich gehe erstmal hier hoch. Und ja, vielleicht finden wir da hinten wieder so ein Ding, was wir einfach umlegen können, damit wir da einfach mal diese durch die Barriere passieren können. So, und ja, in der Tat, wir haben hier auch oben etwas. Sogar einen, der in eine, ja, Sackgasse führt. So, und er ist aber auch nicht ganz oben. Das heißt, das könnte schon gut sein. Warte mal, zeigt keine Veränderung, aber Stimmen sind zu hören. Von uns alle, würdig erachtet, sollen zu uns gelangen. Ah, ja gut, alles klar. So, wieder einmal kommen von hinten zwei Bomberviecher. So, ich glaube, das ist ja unnötig im Prinzip, jetzt danach versuchen, das Ding wieder zu aktivieren, oder? Ich glaube, da wird da nach wie vor, wie beim anderen, halt nichts passieren, wenn wir versuchen, das zu berühren. Ja, in der Tat, da passiert einfach nichts. Ja, das ist jetzt ein bisschen schräg. Ja, denn jetzt muss ich überlegen. Was machen wir jetzt? Wir können natürlich den Standortwechsler 8 benutzen, aber wir haben diesen Standortwechsler 8 wahrscheinlich schon mal irgendwann benutzt. Glaube ich zumindest. Oh, warte mal. Schaut mal her, was wir hier haben. So, und zwar wäre das natürlich irgendwie von Vorteil, das Ding irgendwie aufzudecken. Also wir sehen, dass hier einfach mal ein Geist herumspaziert. ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man nicht zum Anwählen hat. Deswegen gucke ich gerade, ob wir nicht irgendwo hier haben. Naja, auf das Ziel. Innerhalb eines Areals. Schauen wir mal, vielleicht wirkt das ja trotzdem. Okay, keine Ahnung, wie wir das Ding eventuell doch noch anhitten können oder treffen können. Ja, aber, ja, solange ich das eben halt nicht weiß, machen wir uns einfach mal vom Acker. So, und gucken jetzt einfach mal ganz kurz, wo wir rauskommen. So, okay. Ja, das ist ein bisschen sehr allgemein gehalten. So, da kamen wir nämlich her. So. Und hier auf dieser Plattform haben wir auch etwas bekämpft, kann das sein? Moment mal eben. So, also hier führen keine weiteren Wege irgendwo hin. Ich denke mal auch, das ist wirklich der einzige Weg, den wir hier nehmen können. Ja, Schiat, ne? Ja, wollen wir einfach nochmal die Apparatur hier benutzen und schauen aber, wo wir hinkommen. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt dahin kommen, wo wir waren, aber wäre natürlich schön. Doch, Tatsache, wir kommen zu diesem Ort. So, und wir hatten von hier aus auch einfach nur die Möglichkeit, nach oben zu gehen. So, da kann ich nichts benutzen. So, okay. Dann bleibt mir jetzt erstmal nur wieder dieser Weg nach unten. Verdammt, ey.
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das im letzten Part nochmal war. Ich glaube, da hatte ich auf jeden Fall noch was umgelegt. Etwas, was aber schon eigentlich nach ganz oben zeigte, oder? Ah, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich bin jetzt nicht in einer Sackgasse oder so. Ich habe es jetzt irgendwie schon fast befürchtet. So, wartet mal. Wollen wir das Ganze einfach mal wieder ein bisschen beschleunigen? So. Denn das wird ja wohl wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Hier das etwas zu finden. So, vielleicht muss ich auch irgendwas ganz anderes da hinten machen. Vielleicht ist es natürlich wieder auch schon wieder eine total dumme Entscheidung, hier das zu machen, was ich gerade mache. So, benutzen wir mal den Standortwechsel 7. So. Und hier haben wir einfach viel zu viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. So. Und natürlich weiß ich auch gar nicht mehr, wo was hingeführt hatte. So, das finden wir einfach jetzt dementsprechend einfach mal heraus. So, also gehen wir aber mal hier wieder runter, ne? Oh Mann. So. Das Ding hatten wir aber schon umgelegt, ne? Das steht nämlich jetzt gerade auf ganz, ganz oben. So, und? Hat das schon eine Barriere weggemacht? So, ich habe das Ding jetzt einfach wieder dran geballert. So. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hoch. Und gehe einfach mal diesen gleichen Weg wieder zurück. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt irgendwas getan hat, aber man kann es ja versuchen. Hier haben wir schon wieder dieses unsichtbare Etwas. So, von hier aus gibt es nur einen Weg nach oben. Okay. Ist soweit auch erstmal richtig. So, dann muss ich nur von hier aus gucken, wo ich hier dann lang gehe. Wobei, so viele Wege habe ich hier auch gar nicht, die ich gehen kann. So. Ah ja, danke schön. Moment, zack, zack. Nochmal Medica, danke. Und schon wieder Medica, danke. Und Inakt und... Ach, alles klar, ey. Die ballern da Sachen raus, ist ja unglaublich. So. Also das Ding ist immer noch da. So. Aber die Frage ist, können wir nicht eventuell hier was aktivieren, wenn wir das andere unten lassen? Kann doch sein, oder? Okay, das war also purer Zufall eigentlich, dass sie gekommen sind. Die Bomber, die kommen einfach mal. Von uns als würdig erachtet sollen zu uns gelangen. Was genau heißt das jetzt im Umkehrschluss? Guck mal, sowas wie Dings brauchen wir ja nicht, ne? Also, hier, wir sind doch schon längst dran vorbei mit diesem Scheiß hier, oder? Ja, okay. War mir schon klar. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wohin. Das ist scheiße, ja. Irgendwie muss ich das Ding noch anwählen können, oder? Ja, good question, ne? Ich würde das Ding jetzt zwar irgendwie gerne berühren oder irgendwie sonst was damit machen, aber ich kann nicht. Der Zugriff ist mir einfach nur verwehrt, so. So, jetzt halt mal schön wieder. So, halt mich, dankeschön. So, dieses Ding, der spukt aber auch überall rum. Gut. Jetzt sind wir schon wieder knapp neun Jahre am Aufnehmen, wollte ich schon sagen. 9 Minuten am Aufnehmen und wir sind nicht weiter. So, hier haben wir aber ein Schild. So, das Schild, das kann ich ja eigentlich wegmachen. Warte mal, Standortwechsel 6 muss ich ja benutzen. Moment, hä? Eine Sekunde. Also 6 haben wir benutzt. So, jetzt gehe ich hier hoch und irgendwann mal müsste ich ja gleich wieder ja, zu diesem einen Ding da kommen, was das hier wieder dieses Schild wegmacht. Hä? Was? Wie lange war das denn jetzt weg? Geht doch gar nicht.
Oh Mann. Oh man. Oh man. So, hier war das, oder? Ach, scheiße. Hä? Wie jetzt? Ich bin verwirrt. Wo war das Ding jetzt zum Deaktivieren? Oh Gott, jetzt habe ich mich aber jetzt übelst vertan. Hä, aber ich musste doch dieses eine Ding da benutzen. So, das Ding muss ich doch benutzen. Hä? Schaltverwechsel 7. Aber ich musste eigentlich zu 8, ne? 6, meine ich. Warte, das Ding habe ich doch vorhin auch schon aktiviert. Und das ist jetzt Schaltverwechsel 6. Ach so, warte mal, vielleicht muss ich ihn nicht aktivieren. Warte, was? So, da würde ich am liebsten gerne hin, aber ich kann nicht. So, dann haben wir gesagt, okay, ich scheiß drauf und gehe hier lang. Und dann komme ich jetzt oben wieder raus? Nee, komme ich nicht. Alter, lololol, ey. Irgendwas gefällt mir an der ganzen Sache nicht. So. Wieder hoch. Dann. Wieso kann ich den Sensenmann eigentlich jetzt schon wieder hitten? Irgendwie ist das alles strange. So. Jetzt kann ich hier nämlich passieren. So. Die Barriere ist weg. So. Habe ich irgendwas davon jetzt? Naja, vielleicht kommen wir hier weiter jetzt. Kann ja sein. Wäre so das Naheliegendste, ne? So. Aber stattdessen haben wir hier wieder einen Teleporter. Und das ist Teleporter 5. Dann nehmen wir einfach mal 5 und gucken, wo wir jetzt rauskommen. So. Hier ist eine Barriere. Hier ist 4. Da ist ein Schild. So. Hier wäre also geil, dran vorbeizukommen. So. Also, bleibt mir jetzt eigentlich nur die Möglichkeit... Wir sind im Moment ganz unten, ja. In Mobilitas Perm. Also ich muss auf jeden Fall zu Mobilitas Perm hinkommen. So, und jedes heißt anders. Gut. Ich muss mir einfach nur merken, dass ich bei Perm, ja, weiter muss. Hm. So. Oh, großes Wunder. Hier haben wir wieder... So ein tolles Teil. So. Ich könnte diesen Frame auch langsam wieder rausballern. So. Obwohl. Eigentlich hätte ich jetzt auch hier verschnellert sein. Ja. Verschnellern lassen sein. Hä, was? Sprachzentrum. Das hat gerade einfach nur einen übelsten Fehler. Ich kann gerade einfach nicht diesen hässlichen Satz bilden. So. Ist aber auch relativ egal. So. Wollen wir mal. Das geht jetzt nicht aus, richtig? Genau. Ja, gut. Palaver, gut. Machen wir das Ding einfach wieder an, weil ich meine, wir machen ja die ganze Zeit einfach nur denselben Quatsch hier. Da finde ich, ist es eigentlich okay, wenn man das so macht. So. Jetzt. Ich muss mir das nicht mal angucken. Ich sehe ja eigentlich anhand dessen schon, dass ich hier lang muss. So. Und hier habe ich wieder einen weiteren Teleporter. So. Das ist Schaltverwechsel 3. So, vielleicht muss ich den benutzen, um weiterzukommen. Oder ich gehe erst hier lang. Okay. Tatsache. Ich muss erst was anderes machen. Moment, was? Ich muss wahrscheinlich erst diesen Schaltverwechsel benutzen, bevor ich irgendwas machen kann. So, deswegen benutzen wir aber Schaltverwechsel 3. So. Much mist. Are you all right? I'm fine. Thank you. Is that Nethesite? I wonder. With that much Nethesite in one's grasp, you could destroy all of Ivalice if you wished it. Oh, das sagt mir schon wenigstens mal, dass ich hier richtig bin. So. Sehr geil. Finde ich gut. So. Dann schauen wir mal, ne?
Das da hinten scheint ja sowas wie der Ultra-Super-Duper-Ding zu sein. Und ich habe mich wenigstens nicht getäuscht. Das ist in gewisser Weise ja ein Super-Ultra-Duper-Nessus-Site. Oh, und wir haben hier sogar einen Speicherpunkt. Große Überraschung. So. Welchen Steckplatz ist ja relativ egal. So, ich wähle ja immer nur den ersten aus. So, und ich habe hier sogar noch einen freien Slot. Ist das nicht schön? So. Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Standortwechsler 1. Oh, geht diese Musik hier weiter. Oha! Kurze Frage, ist es eine Espa? Ich glaube, die Musik war Espa Battle, oder? Ich glaube schon! So, schauen wir mal, was dieses Ding da drauf hat. Ist das irgendwie... Also, versuch gerade erstmal zu entschlüsseln, was das überhaupt ist. Also, erstmal ein gewisser... Erster Linie, erstmal ganz normaler Typ. Ja, mit zwei Armbrüstern. Ich würde jetzt erstmal sagen, das ist ein Dämonjäger oder so. Aber das lange Ding da hinten, da auf seinen Kopf, auf seinen Rücken, ist ja schon, ja, keine Ahnung was. Naja, wie auch immer. Also bis jetzt sieht das, ganz easy aus. Also wir haben eigentlich, das Ding schon größtenteils einfach platt gemacht. Aber vielleicht, kommt jetzt auch noch eine große Überraschung und wir sind gleich alle instant tot oder so. Aber es sieht gut aus. Es sieht schon sehr gut aus. Okay, jetzt machen wir langsam sogar einfach mal weniger Schaden, aber immer noch genügend. So, wie ich jetzt gerade aber schon mal gesehen habe, der Zauber Flair, den dieser Gegner macht, der hat es auf jeden Fall in sich. Schock auch. Ist ganz nett, macht schon Ultraschall. Alter, aber was für Heals wir auch drauf haben, das ist einfach mal übel. Aber man kann es nicht anders sagen, ich glaube, ich bin einfach verdammt gut vorbereitet. So, dass ich halt einfach wenig machen muss. Ja, ich würde sagen, geschafft. Beschwörungslizenz Verräter Smyasa erhalten. Well done, Leute, well done. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Habt ihr auch vielleicht einen stärkeren für mich? So, wen gebe ich das eigentlich? Ich glaube, Ash hat selber noch gar keine Esper. Ich glaube, ich gebe diese Esper einfach mal Ash. So, ich beschwöre in FF12 ja generell sowieso keine Esper, weil ich brauch's ja irgendwie auch nicht. Aber naja, wenigstens good to have. Man weiß, dass es da ist. So, dann wollen wir mal, ne? Lizenzen. Ash, ich glaube... Smyasa-Lizenz kann nun erworben werden. So. Gut. Dann geben wir das mal. Das tut die nämlich gut. So. Hätten wir das auch schon mal erledigt. So, und dann versuchen wir aber mal auch das Tor hier zu passieren. Ist das jetzt Tor 1 oder ist das schon wieder Sackgasse? Nö, Portal 1 Aion. Very good. Oha, was ist das jetzt? Schon wieder ein Teleporter?